Das ist unsere Mission, ja? Euch aufzuklären. Diese Leute ziehen euch die ganze Gelder aus der Tasche mit irgendwelchen Matches, gefakte Matches, untereinander gecovert. Das ist alles untereinander gecovert. Gefaked, abgespielte Matches, abgespielte Matches, Leute, abgespielt. Heute verliere ich, morgen gewinnt er und so weiter, ne? Leute, der Verlierer, Leute, soll ich euch mal sagen, nicht jeder, der verloren hat, ist ein Verlierer. Warum? Weil das abgespielt ist, Leute? Genau, die haben nie, die verlieren nie, die gewinnen immer. Ihr seid die Verlierer. Ihr seid die Verlierer sind die Menschen, die ihr Geld dafür ausgeben, Leute? Ihr geht ins Bett, ne? Während ihr eure letzte Hemd dafür gibt, ne? Feiert die falschen Personen. Ja, und nachts überlegt ihr, scheiße, habe ich 20, 50 Euro verballert für solche Vogel? Ja, das ist nicht korrekt, ja? Das ist nicht korrekt. Ja, und das machen die kleinen Kinder, die schleusen sich auch hier rein. Was habe ich gesehen jetzt vor kurzem? Mitternacht. Was Mitternacht, ja. Was habe ich gesehen? Eine 17-Jährige hat sich auf Flasche gesetzt. Warum? Eine 17-Jährige, ein pubertierendes Mädchen, was ihr Gesicht verloren hat mit einem Video wegen einer Wette, damit jemand Geld verdient und Ansehen und Fame bekommt? Schämt ihr euch nicht? Das ist Haram, was ihr macht. Warum macht ihr das? Das ist Haram. An diese ganz rangige Positionen da oben, ja? Die machen das. Und das ist alles eine Clan. Ein Verbund, ein System, Leute. Das ist genauso wie Schneeballeffekt. Und ja? Diese ganzen Ansagen, diese Ansage, ich mache Ansage an den... Leute, ich mache Ansage an Angela Merkel. Und jetzt, Leute, was will die machen? Ich mache an Boris Becker, ich mache an... was weiß ich, Joe Biden mache ich Ansage, Leute. Ist egal, und dann? Leute, was ist das für ein Wetteinsatz, Leute? Das geht wie in einem Boxkampf. Im Boxkampf ist auch ein Verein, Leute, die sich einfach zerspalten und der eine wettet gegen andere. So, und die Einsätze werden hochgepusht? So ist es, Leute. Wollt ihr weiter so dumm bleiben? Wollt ihr dumm bleiben, Leute? Ganz ehrlich, das heißt nicht, dass wir euch nicht mehr entertainen. Wir können euch entertainen, wir können euch unterhalten, Leute. Aber wisst ihr was? Diese ganze Scheiße mit Flaschensitzerei, Leute. Ganz ehrlich, dafür gibt es einen Flaschenautomat, wo du Pfand reinsteckst. Diese ganzen Mehrweg-Pfandflaschen-Menschen verwenden diese ganzen Flaschen für andere Sachen.